Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt der zweite Teil am Montag. Ja, und dann gucken wir erstmal. Da fehlt noch jede Menge. Was brauchen wir denn? Noch 5 Stück. Naturkundler. Okay, hauen wir uns gleich rein. Schwarzbrenner tanzen könnte man machen. Ja, dann machen wir erstmal Sammler hier, die Pfeilspitzen zu Ende, oder? Und große Tierkadaver. Ja, machbar. Also. Erstmal runter damit. Mal gucken, ob wir noch was Gescheites kochen können. Jawohl. Erstmal runter damit. Mal ein bisschen Munition nachholen. So, und hier müssen wir irgendwo große Viecher rumlaufen, oder? Was sehe ich denn da? Da haben wir doch schon mal 2. Gut, da könnte man jetzt den Jagdwagen holen, aber... Da habe ich ja keinen Bock drauf. So, ich denke, man hört, ich bin jetzt auch ein bisschen wacher. Ersten Teil. Ja, da war ich noch recht müde. Für alle, die neu sind, bitte abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da, schreibt doch bitte was in die Kommentare. Jetzt machen wir erstmal eine Runde online fertig. Vielleicht schaffe ich dann auch schon mal noch eine Runde Story. So, morgen ist Dienstag, da gibt es dann auch Post von der Madame. Diese Wochenaufgabe war ja nicht so prall. Wird's ja auch Zeit hier, ne? Dass wir mal eben Vorräte bestellen. That'll work, dude. So, dann habe ich glaube ich noch eine Pfeilspitze offen. Ne? Wo ist sie denn? Ah, hier. Ja, in der Höhle. Richtig nervig, aber was soll's, ne? Ja, Heinrich, da müssen wir auch nochmal eben, ne? Im Streicheln die Kollegen hier. So, das muss ja sein. Die Kopfgeldnummer ignoriere ich hier. Da habe ich ja selten Bock drauf. Wir eigentlich, ne? Schon mal einpacken können, ja, oder? Mal, bis er hier im Trockenen ist. Dann können wir den gleich mitnehmen. Aber hier ist ja so Wetter, wie es hier, also hier online ist ja gerade so ein Wetter, wie es hier für morgen angesagt ist. Ja, ich mag das ja, ne? So, hier gleich viel gemütlicher. So, ich habe mir auch wieder ein koffeinhaltiges Heißgetränk dabei genommen. Ah, super. So, jetzt muss ich so ein bisschen gucken, wie war das denn, wie war das denn? Der Eingang zur Höhle ist ja so schön versteckt hier. Hier war doch was. War da ein Pflänzchen oder so. Das wusste ich nicht. Dass hier auch Pflänzchen wachsen. Zeige ich euch direkt, wo es ist. Genau hier. Oh, der legendäre Bär. Haben wir nie gesehen.
da hört man ihn schon wieder. Aber nee, das ist mir zu stressig. Hab jetzt ja Urlaub, machen wir ja nicht so einen Stress hier. Sag mal, geht's noch? Was macht denn der Bock hier? Geht den Hirsch hier nicht mehr weg, oder? Ja, komm ran hier. Weiß nicht, ob ich dem Pferd irgendwas getan, dass sich das so dämlich anstellt hier. So. So, da geht's rein. Und dann weiß man ja nie, wo es ist. Oh, 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 da bin ich schon mal abgerutscht. Okay, dann ist es diesmal hier. Ich frage mich immer, kommt man hier hoch? Nein. Okay. Ja, aber das hier, ab hier kann man doch auch nur noch sterben, oder? Ja. Kann man nur noch. Ja, dann. Sind wir ja direkt hier raus, auch gut. Kann das schon mal weg. So, was war noch am Plan? Kann ich hier eigentlich... Was sollten wir denn sonst noch einsammeln hier? War hier noch was Allgemeines? Enten. Das sind aber doch Gänse da, oder? Ja, das sind Gänse. Das hilft uns nicht. So, da war ich stehen geblieben. Also, Enten brauchen wir noch. Und bei Sammler verlorenen Schmuck. Ja, komm mal, diese Karte auch. Was soll's denn? Da müssen wir sowieso mal zu Madame ein paar Karten nachkaufen. Ja. Okay. Ja gut, das ist ja machbar hier, ne? Das Pferd hat irgendwie nicht so Bock. Aber das wollte er vorhin schon nicht. Immer noch kein freier Lagerplatz. Ist da irgendein Bären hier? Der ist hier, da. Ich mir ja mal eben eine Probe ziehen, ne? Das nächste Dantonikum hier. Das Pferd hängt fest. Und ich sehe zu, dass ich hier wegkomme. Den weck ich auch nicht auf. Da ist das Pferd. Super. Ab nach Hause für einen Dollar. Erstens. Können wir den nochmal eben die Kerne wieder voll hämmern. Guck mal eben.
Tierchen spinnen. Stocks are looking good. You sure that ain't got fleas? Ist der immer über meinen Hund meckern muss hier. Ist der Beste. So. Dann holen wir uns mal in die Pfeilspitze da. Quatsch, den verlorenen Schmuck war's. Pfeilspitze, was fasel ich hier? Heute eigentlich schon alles durchsucht. Ich habe das schon wieder vergessen. Ja, da sind schon ein paar Stunden dazwischen hier. Können wir mal eben checken. Nee, hier war ich doch noch nicht heute, oder? Keine Ahnung mehr. Ich will den ersten Teil nochmal angucken müssen, was? So, wir holen uns jetzt die Pfeilspitze. Mit ein bisschen Glück sind wir nah. Kommen ja gleich auch noch ein paar Enten. Vollgas. So, die Waren, also die Vorräte sind auch eingetroffen. Oh, nee. Nee, nee, lass mal. Naja. Hab ich jetzt keinen Bock drauf. So, sitzen da unten nicht manchmal Enten? So. Da. Haben wir schon mal eine. Da hinten sind dann halt noch mehr. Auf die Karte gucken, wo ist das genau, alles klar. Kommt jetzt ja auch so ein paar Enten hier an. Werden wir wohl gleich noch welche finden. Keine Ahnung, wo das hier ist. Aha. So, wo ist dann der nächste Schmuck? Ah, ist beides nicht so pralle, ne? Schwierig, schwierig. Gucken wir erstmal da unten, ob wir noch ein paar Enten finden hier. Oh, 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 oh.
Oh, was ist da denn? Kann ich mich nicht dran erinnern, dass da schon mal was war. Aber nun gut. Tja, nehmen wir auch mit, ne? Und hier nichts verkommen lassen. Angeln müsste ich unbedingt auch, aber habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ah, manchmal kann man. Ich probiere das mal eben. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, dann nicht. Manchmal schafft man hier so eine Auszeichnung. Zwei Viecher mit einer Explosion erwischt oder so ähnlich. Da ist das nächste Kopfgeld. Auch das lassen wir weg. Sag mal, geht's hier heute noch? Ignorieren wir. Könnten wir zwar direkt den Strawberry abgeben, habe ich aber jetzt auch überhaupt keinen Nerv zu. So, hier runter. Ich hatte gehofft. Ah, was sitzt da denn? Okay, Pazifik doch, aber... Ah, Riesenelch. Aber, keine Enten. Das ist ärgerlich. Nun gut. Wir lassen den Elch auch in Ruhe. Uns eben den verlorenen Schmuck. Ja, und so ein paar Enten werden wir wohl noch finden. Weiß gar nicht, wie lange nehme ich schon wieder auf? Fast 20 Minuten. Ja, und zu Madame müssen wir eigentlich auch noch neue Karten kaufen. Ignorieren wir auch. Halten wir uns nicht mit auf. Wir können uns ja nicht ständig um alles kümmern, ne? Wo ist das hier eigentlich? Ach, das wird mir jetzt nicht angezeigt, weil die Mission hier war, oder was? Ah. Okay. Hm. Muss ich doch noch darunter? Okay, das war zu optimistisch hier. Irgendwo hier muss ja sein, ne?
Hör ich da hinten. Tja. Was müssen wir dann überhaupt noch erledigen hier? Ja, das noch. Dann noch eben große Viecherspinnen, Runde tanzen, haben wir es fertig, ne? Weil 24 Stunden kann die getötet, wird ja nichts. Ja gut, wenn da was fertig wäre, wäre es auch in Ordnung. Verlorenen Schmuck. Große Tierkadaver. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir noch eine Ente erwischen können hier. Das ist keine Ente. Vom Geräusch her. Ich habe aber nicht drauf geachtet. Nee. Das gibt's doch nicht. Da, wo es jetzt hingeht, haben wir auch wieder eine Chance, Enten zu kriegen. Also, weiter geht's. Ja, ein paar Meter machen hier mit dem Pferd. Ah, der Schwarzgebrannte ist auch fertig. So, jetzt mal hier Augen auf. Was sitzt da? Die kann ich jetzt nicht hochheben, oder was? So. So, eine Ente brauchen wir noch. Irgendwo hier rumsitzen, das kann doch nicht sein. Durch, hier muss ja irgendwo eine Ente rumsitzen. Merkwürdig, oder? Hier muss doch noch irgendeine dusselige Ente rumsitzen.
unglaublich. Aber so gar nichts. Okay. Das hätte ein bisschen Ärger gegeben hier. Keine Enten. Bisamratte, ich dreh echt durch hier. Oh. Der legendäre irgendwas Bär. Hier ist aber noch irgendein Pflänzchen. Wo ist es? Da. Eine Bisamratte, aber keine, das gibt's doch nicht. Oh, da ist er. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich den schon mal fotografiert habe. Anscheinend habe ich das. Ach so, ich zeige euch mal, wo wir sind. Hier sind wir. Und den Bären versuchen wir mal eben zu betäuben. Oh, nur nicht ins Wasser, nicht ersaufen. Der bleibt angriffslos. Ich hab den nur betäubt. So. So, jetzt aber weg hier. Shit, auf die Ente. Schnell weg hier. Gehört. Was hat denn hier? Ja, und da müssen wir auch zusehen, dass wir hier wegkommen. Wenn der Bär gleich flott wird. Dann habe ich richtig Bock auf uns. So, schnell weg hier. Da hört man ihn schon. Schnell weg. Aber mal ganz schnell weg hier. So, jetzt noch mal ein paar große Tierchen hier schnappen. Da hinten läuft doch schon was. Frage ist nur, was war's? Oh, das ist zu groß. Auch zu groß. Das gibt's doch nicht. Ah, hier sind doch manchmal Enten, oder? Klar, heute nicht.
Aber dafür muss man auch treffen, ne? Und dann haben wir es ja auch gleich geschafft. So, steht da sonst irgendwas rum? Oh, aus der Ansicht kann ich das nicht. Jawohl. Zustand spielt ja... Oh, falsch. Zustand spielt ja keine Rolle. Mann, das gibt's ja jetzt nicht hier. Kann doch nicht wahr sein. Kann ich doch auch noch dahin schlören. Are looking good. Ach, da bin ich auch noch. I suppose this will do. Yeah, anything's better than nothing. Der sich immer beschwert, ne? So viel kann es ja nicht sein, was wir da noch brauchen, ne? Was brauchen wir noch? Ein großes und dann eine Runde tanzen oder den Wagen wegfahren. Ich denke. Oder. Das weiß ich, was es war. Ich denke, ich werde da erst eine Runde tanzen. Jetzt brauchen wir noch ein großes Vieh hier. Hier muss doch irgendwo ein Gabelbock oder sowas rumlaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Ente sitzen, da ist er. Dann machen wir das schon mal. Auch erledigt. Hier muss doch irgendwo ein Hirsch oder sowas, das kann doch nicht sein. Das hilft uns nicht. Opossum brauchen wir auch nicht. Das ist doch echt nicht mehr normal, oder? Ist doch sonst immer alles voll. Und spätestens hier sitzen noch immer die Gabelböcke. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht mehr normal. Also das ist doch wirklich nicht normal. So, jetzt aber. Na, endlich. So,
Hab ja keinen Bock zurückzureiten hier. Für einen Dollar. Gefühlt geht schneller. Supplies are looking healthy right now. So. Jetzt fix zur Schwarzbrennerei. Okay, I've got a job for you when you're ready. Nee, da haben wir jetzt ganz Zeit für. Ja, wir können erstmal gucken, was wir für einen Käufer haben. Ne? So, what shall we create? Ach komm, wir bringen's weg. Ah, I was wondering when you were going to get here. Bevor ich hier zwei Minuten tanze oder was das war. They are all good batches, but hat doch keiner Bock drauf. Superior, eh? I have found a buyer who will appreciate it. And most important, they will pay for it too. Now, all you have to do is to be attentive, eh? Senor, oh Mann, wenn er nicht immer so viel erzählen würde, wäre es noch schöner, das Spiel. Nein, Quatsch, ist ein Scherz. Oh! Ah, weite Strecke hier. Aber ganz ehrlich, ist alles besser als da tanzen oder Mucke spielen, finde ich. Das wird wohl kaum für uns sein. Einfach durchziehen. Lieber ein bisschen Geld verdienen. Als da rumtanzen. So ein Dax. Ja, in der Story, da muss ich auch noch ganz viel jagen, damit wir endlich mal eine gescheite Tasche haben. Ich kann aber weit nicht alles mitnehmen, das nervt ja richtig. Oh. Ich denke, da ist die Straßensperre, die für uns gilt hier. Wisst ihr was? Oh. Ja, Glück gehabt. Ich wäre eh durchgezogen hier. Bisschen vorsichtiger. Da sieht man noch, hat der Wagen keinen Schaden genommen. In diesem Kinokameramodus. Ah, gerade gelobt, ne? Nein, aber es geht schon. Kinokameramodus ist schon clever, glaube ich. Kann man relativ zügig fahren. Aber jetzt können wir mal übernehmen. Jetzt hier nur nicht so über die Brücke humpeln, dann geht's, glaube ich.
Und dann haben wir die Kohle verdient. Und hier liegt sogar noch eine Karte, wie ich gerade höre. Da hat es ja gefühlt doppelt gelohnt, oder? So. Da haben wir die neuen Rollenherausforderungen für heute erledigt. Und noch eine Tarotkarte gefunden. Was sagt die Uhr? 40 Minuten. So, jetzt hier ein Stück raus. Aber wir müssen ja eigentlich noch zur Madame. Da ist sie heute. Und es hilft auch nichts. Ich muss Karten nachkaufen. Auf geht's. Was denn jetzt hier? Ennisburg. Wie ich denn? Da ist es doch. $9 ist eine Ansage, ne? Da kann man schon nicht meckern. Aber wir mal. Und da liegt die nächste Karte. Nix wen. Halten wir uns ordentlich an den Weg, mal ein bisschen Quäffel da ein hier. Da hört man schon Puma. Ganz, also der ist noch weit weg. Die Kojoten sind ja eh egal. Müssen wir in der Story auch noch hin. Oh, hier ist irgendwas drin in der Hütte. Da schauen wir uns mal eben um hier. Ich vermute hier. Ja, da bin ich mal gespannt. Genau, warten wir. Ja, das Vorbeischauen ist schon mal gelohnt hier. Er kommt drauf aufs Pferd, Kollege. Oh, hier kommt der garantiert nie hoch. Ein bisschen schräg anreiten, das Ganze. Warum geht das Pferd denn jetzt hier nicht richtig? Oh, gehört. Das hört sich auch so ein bisschen nach Puma an, ne? Da ist er. Sterne. Nehmen wir natürlich mit. So, als kommen wir erstmal, haben wir irgendwas zu verschnacken. Nee. Also, davon haben wir zu viel. Auch mal was weg. Auch weg. Charming.
commonplace. Sowieso weg. Hm. Not a bad find. Quite mundane. Dinge von irgendwelchen Vogeleiern werden. Da ist es. Enteneier. Commonplace. You have a few those, hm? Haben wir viel zu viele. All right. Da, seht ihr auch mal. Mundane, but I will take it. One more? Sure. You have a few of those, hm? Aber sonst scheint es sich hier in Grenzen zu halten. Kann auch weg. Ah, yes. It is worth seeking these out. Danke. But the whole set is worth your while. Ich denke, 4 reicht. Manches findet man ja an jeder Ecke. It is worth seeking this out. Och, weg. Weg. I confess, I underestimated you. All right, but it's worth selling this as a set, you know. Very well. I paid more for the whole set, you know. Ja, da war schon 7 von. Charming but commonplace. Hmm. Not a bad find. Oh, meine Güte. Ah, habe ich hier lange nie aufgeräumt, glaube ich. Very well. I pay more for the whole set, you know. Alright, but it's worth selling this as a set, you know. Ah, yes. It is worth seeking this out. So, dann kommen noch ein paar Karten nach. Soll auch was verdienen, die Gute. Good luck then. I am sure this will be a most productive partnership. Welcome then and hey. Treten wir mal die Heimreise an. Oh. Seht unten rechts, Transaktion wird verarbeitet. Das reicht dann wohl auch für heute hier. I am sure this will be a most productive partnership. Mal so lange wie das da unten sich bewegt, können wir hier nicht raus. So many promising maps and not enough time. They can be yours for a price. You could not bear to part with that. So, hier drauf aufs Pferd. I can wait. Oh, you held on to that one, huh? Eben ein Stückchen in diese Richtung hier. Da hinten, da seht es. Da ist nämlich manchmal was zum Ausbuddeln. Oder hier liegt mal was im Baum, auch gut. Ja dann. Ab nach Hause. Und auch den Puma spenden. Und dann machen wir auch Schluss. Da freut sich der Hund, ne? Ja, hier nicht eher. Ey, hier. So. Komm ran hier. So. So muss das sein. Jetzt noch den Puma abgeben und dann. Dann reicht's für heute. So, das war der zweite und, ja, letzte Teil am Dienstag. Quatsch, am Montag, pardon. Ja dann, vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.